Ich mache gleich weiter hier mit einer weiteren Folge hier bei Qbert. Herzlich willkommen zurück. Ich brauche gar nicht wegrennen. Ich wollte nämlich, oder wir wollten, zu den Ruinen und weiter leveln. Schauen wir mal, was wir da noch sehen. Und so wie es aussieht, brauchen wir, ja, wir brauchen mal wieder Tränke. Bis dahin können wir mal so ein Kürbismuffin essen. Aber die Tränke, die sind im Kampf halt schon besser, weil man die trinken kann und nebenbei auch wegrennen. Okay. Ja gut, das reicht uns erstmal. Dann schauen wir mal, wo wir weitere Gegner finden. Und hier liegt Zeug rum. Oh, perfekt. Unter anderem Licorice Candy, das ist für einen Maulwurf. Oder? Nein, eine Krähe. Genau, eine Krähe war es. Weiß ich nämlich schon, ich habe mich ein bisschen voraus informiert, dass wir so, ja, bald mal ein besseres Tier finden. Aber gut, auf Level 2 bringt uns jetzt ein besseres eh noch nicht viel. Weil die Tiere, die können immer nur maximal das Level haben, was man selber auch ist. Und das ist ja bei unserer Katze der Fall. Also bringt es uns noch nicht viel. Aber bald bringt es uns was. Sammeln wir hier das Zeug auf, nehmen es gleich mit. Und das Schwein hier können wir nicht hauen, leider. Ich hätte gerade wieder Hunger. ja, da sind schon die Nächsten, die auf ihr. Die nächsten Untoten, die sterben wollen. Komm her. So. Hauen wir sie um. Mit dem Zombie war es das schon. Oh. Wir müssen aufpassen. Das Skelett, der setzt ganz schön zu. Oh. Der Skelett. Das Skelett wohl eher. So, Q drücken. Erstmal was. Und dann schauen wir mal, wo wir noch was haben. Jetzt sind wir dann fast Level up. Und dann müssen wir dann in der Stadt uns mal Tränke machen. Juhu, auch wieder so eine Sache, die ewig dauert. Aber gut, muss nun mal sein. Oh nein. Oh nein, das sind viele. Oh Gott, das sind verdammt viele. Uah. Wow. Trinken wir mal unseren letzten Trank und dann hauen wir die um. Die Spacken. So, das geht doch ganz gut. Schön. Fehlt uns noch. Oh, weg von denen. Da sind Magier dabei. Die mag ich nicht. Obwohl ich selber einen hab. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh Mist. Das sind viele. Aber gut, die Geister und die Zombies, die gehen ja relativ leicht down. Von daher haben wir nur das Skelett, worum wir uns kümmern müssen. So. Oh. Das war's mit Tobi. Und mit uns auch, wenn wir nicht aufpassen. So. Ah. Oh nein. Ah, das war's mit uns. Was war denn da? Natürlich. Diese Gnobolde. Und ein Magier. Vorsicht. Die kann ich gar nicht leiden. Die haben so hässliche. So eklige Laserstrahlen wie aus Star Wars. Okay, die Ruinen. Natürlich sind wir ewig weit weg. Wie sollte es auch anders sein? Ja, toll. Laufen wir halt wieder hin. Uah. Was ist das denn? Ein Rockling? Habe ich noch nie gesehen. Gut. Vorsicht vor dem Magier. Weil der zerschnetzelt uns wie in 2 Sekunden. Und dann rennen wir zurück. Hauen den Busch hier mit um. So. Blume aufsammeln, wie immer. Wie viel haben wir davon eigentlich? Muss ich gerade mal schauen. 23, okay. Da lässt sich was draus machen. Werden wir auch müssen. Weil Tränke sind sehr wichtig, gerade für unsere Klasse. Im Singleplayer, oder was heißt im Singleplayer?
mein anderer Charakter, der ist ja ein Magier, ein Wassermagier. Und der kann sich selber heilen, komme ich wirklich gut damit zurecht, aber hier in dem Let's Play haben wir nun mal einen Schurken. Und die brauchen nun mal Tränke. Auch wenn ich lieber einen Magier hätte, aber gut, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Wer weiß, vielleicht gibt es ja mal, was Kobold angeht, auf Gardas Channel ein Multiplayer-Projekt. Aber wie gesagt, ist immer ein bisschen schwer. So, die richtigen Leute finden, die das Spiel auch mögen und die schon wieder. Die können uns auch echt nicht leiden. Ja, die richtigen Leute finden, die uns, die da auch mit reinpassen. Und vor allem, dass man auch Termine findet. Das ist immer, würde ich sagen, das Schwerste. Aber gut. Jetzt erstmal von den Gnobolden wegkommen. Die sind auch aufsässig immer. Die rennen dir ewig hinterher. Oh, natürlich. Alle feindlich. Uah. Schnell weg. Oder immer noch weg. Und dabei 50 Skelette mitnehmen. Wie sollte es anders sein? Warum sollten wir auch mal Glück haben? Ich als kleiner Let's Player sozusagen möchte gern Let's Player. Okay. Ich glaube, da müssen wir auch weg. Weil zwei Skelette auf einmal. Oh nein. Die Folge besteht auch irgendwie nur aus Wegrennen. Aber gut. Was will man tun? Okay, das Schwein half uns. Rennen wir mal hier runter. Vielleicht hilft der Colli, der könnte uns helfen. Ja. Komm, Colli, hilf uns. Hallo, bitte, hilf uns. Oh. Vielleicht der Terrier, du, hilf uns. Natürlich nicht. Das Schwein. Ja, das Schwein geht drauf, die Kampfsau. Okay. Aber wenn wir nur im Kreis rennen, dann bringt das nicht viel. Aber ich könnte es ja mal umhauen. So. Aber die plätten mich. So schnell kann ich gucken. Gar nicht gucken. Aber gut. Heißt die Devise wegrennen. Mit zwei Skeletten, einer Katze und zwei Schweinen im Schlepptau. Und der Colli guckt zu. Und jetzt liegen sie. Und ich esse derweil was. Schnell weg, schnell weg. Oh Mann, das wird was. Aber jetzt sind sie ja fast K.O. Jetzt noch warten, bis unsere Special Attack wieder da ist. Und wir haben sie runter. Gott sei Dank. Brauchen unbedingt mal bessere Tränke. Bin ich gar nicht so gewohnt von dass man Tränke und sowas braucht. Die Folge ist auch schon bald wieder rum, sehe ich gerade. Kann ich ja danach gleich nochmal eine machen. Und die dann rendern und hochladen. Gut. Wollt ihr uns helfen? Hm, ihr zwei? Wäre doch cool, wenn die uns jetzt folgen würden. Aber nö, man kann ja leider nur ein Haustier auf einmal oder ein Tier auf einmal draußen haben. Leider. Schade eigentlich. Wäre ganz cool, so eine Horde hinter sich herrennen haben. Aber gut, man kann nicht alles haben. Leider. Gut, wir sind gestärkt. Und suchen uns Gegner. Bitte leichte, wie Zombies oder Geister. Dort hinten sind wieder diese Knoboldspacken, die uns schon mal getötet haben. Und da haben wir einen Zombie. Und noch einen Zombie. Und keine Zombies mehr. Geht ja perfekt wie geschmiert. In der Folge will ich noch Level abkommen. Unbedingt. Es muss jetzt sein. So.
Da ist ein Skelett, natürlich. Nehmen wir hier den Geist und das Skelett und das Zombie vor allem auch noch gleich mit. Hauen wir sie erstmal um. Oh, das könnte eng werden. Wieder zwei Skelette auf einmal. Die hauen ganz schön rein immer. Komm her. So, gut. Das wird... Ja. Komm. Flieg schön um. Ja, gut. 7 XP brauchen wir noch. Erstmal wieder was essen. Mal wieder. Und dann 24 haben wir. Dann können wir auf dem Rückweg, wenn wir wieder zur Stadt sind, können wir ja dann mal noch ein paar Blumen aufsammeln. Und hier auch, während wir rumlaufen und Gegner suchen. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh nein, ich lasse mich gleich töten. Weil dem ewig wegrennen, das bringt's nicht. Okay. Suchen wir uns hier ein paar. Das ist immer so das Doofe am Anfang, wenn man... Ja, wenn man noch kaum Gegner packt und dann vor jedem wegrennen muss, das ist immer ein bisschen kacke. Aber gut, es wird noch, sobald wir dann, wie gesagt, Level 5 oder so sind, da geht es dann alles ziemlich gut. Gut, da haben wir natürlich noch ein Skelett, das uns gleich wieder verfolgt. Und ein Zombie und noch ein Skelett. Wie sollte es anders sein? Gut, hauen wir die um. So. Den auch noch. Hauen wir. Oh. Der hat unseren Kater weggehauen. Aber naja, macht er nichts. Okay, kommen die 4 XP, die mache ich noch in dieser Folge. Die gehen ganz schön schnell rum und ich denke mir immer so, dass ich kaum was sage in diesen 10, 15 Minuten. Ich weiß nicht, hab nur ich so den Eindruck oder stimmt es wirklich, dass ich kaum laber, sondern nur so vor mich hinspiele und halt, ja, kann gut sein. Aber ich hoffe, das wird noch besser. Ich denke schon, dass es der Fall ist. Was tun die da? Wollen die etwa den Boss hauen? Nö, schade. Hätte ich gleich mitgemacht. Aber den packen wir leider noch nicht. Noch nicht. Aussprache, juhu. Okay, hier holen wir uns die 4 noch. Ah, ein Skelett, wie immer. Wie sollte es anders sein? Und sobald der aufsteht, hat nicht geklappt, ihn zu stunnen oder zu verwirren, wie auch immer man es nennt. Okay. Ja, die helfen uns. Perfekt. Ey, lass mich auch noch mit drauf haben. Ich will XP, gut. Okay, 2 XP fehlen uns noch. Da essen wir noch was und holen uns den Geist. Und... Los, lasst mich mit drauf hauen. Schade. Okay, dann holen wir uns jetzt noch den Geist, bevor die lieben Helfer namens Froschman, bevor die den umhauen, ohne dass wir was abkriegen. Busch, nehmen wir auch noch mit. Okay. Wo war der? Da ist er. Und dann... Jetzt geht doch. Okay. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch zum Level-Up. So, jetzt können wir dann endlich mal skillen. Skillen wir auf die 2 Grad, würde ich sagen. Sind wir Level 3? Haben wir gut in dieser Folge hier geschafft noch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.